Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen kleinen Serie hier auf meinem Kanal. Und mit dabei ist der liebe German Let's Play. Hallo, ich bin der Manuel. Hallo, geh mal, das ist Mil. Wir haben uns umbenannt, wir spielen auf dem Hive-Server und wir machen eine Serie, die quasi zur Vorbereitung auf Varo dient. Die gibt es jeden Tag auf unseren beiden Kanälen um 18.30 Uhr und da gibt es halt jeden Tag quasi für euch zwei Folgen. Manu, renn weg und such direkt eine Waffe, weil ja. Hier ist ja keine Schutzzeit auf Hive. Oh oh, oh oh. Wie geht's? Hinter mir ist schon einer. Ja, versuch einfach zu entkommen und eine Waffe zu kriegen. Ich versuche eine Waffe zu kriegen, dann können wir uns treffen, sobald einer von uns eine Waffe hat. Hab eine Waffe. Okay. Ja, ich bin gerade auch in einem Raum. Hab zwar drei Waffen. Sehr gut. Ich hab einfach drei Waffen gefunden, wie behindert. Ah, okay. Okay, wir treffen uns in der Mitte. Ich komm zurück, ja. Ja, gut. Gut, okay. Mitte treffen wir uns. Oder ist gerade jemand runtergefallen? Warte kurz, ich bin gerade an der in so einer Seitengasse. Da will ich gerade noch eben einen töten. So, hab. Okay, ich komme in die Mitte. Ja. Ich stehe hier. Oh, da waren noch zwei. Okay, Manu, warte, ich komme. Also wir möchten eine kleine Serie starten, so eine Art Road to Varo, in der wir einfach, uns zusammen als Team besser einspielen und quasi vorbereiten so ein bisschen, dass wir so ein bisschen, Team. Hast du noch ein zweites Steinschwert? Nee, Gold und Holz. Nee, ist okay. Dass wir einfach so ein bisschen, Kommunikation üben und in vielen Situationen einfach besser aufeinander dann Acht geben können. Und auf Varo halt geübter sind. Okay, komm mit. Und das gibt's halt jeden Tag. Ihr könnt mitentscheiden, was für Spielmodi wir spielen. Wir sind generell für alle Spielmodi offen. Hauptsache, da gibt's irgendwie dieses Element, dass wir als Team zusammenspielen oder auch, dass wir gegeneinander irgendwie trainieren. Also wir könnten auch ein Spielmodi nehmen, wo wir irgendwie gegeneinander was üben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Würde alles helfen. Ja, alles, was uns so ein bisschen auf die vorbereitet, also alles, was so ein bisschen aufs Varo einstimmt. Und es wird wahrscheinlich ungefähr so 10 bis 12 Folgen geben, denn in 12 Tagen ist ja schon Varo. Also mehr als 12 Folgen wird's nicht geben von dieser Serie. Und wenn ihr da Lust drauf habt. Oder danach machen wir Road to Varo Die. Dann machen wir so ein Jahr lang jeden Tag so ein PvP-Video, wo wir einfach drauf üben. Ja. Okay, Manu, wo bist du? Ich bin auf so einem Marktplatz. Nee, komm zurück. Komm da, wo diese bunten Banner hängen. Bist du? Nee, das ist eine Blume. Kann man schon mal verwechseln. Wir waren eben hier, wo so bunte Banner. Ja, ich sehe da hinten zwei. Ah, ich sehe dich. Die haben aber keine Waffen. Dann viel Spaß. Der eine ist tot. Hinter dir. Doch, der hat eine Waffe? Nee, hat er nicht. Booste dich mit. Nee, wow. Ja, aber der sieht gefährlich aus. Ja, wir müssen uns immer selber schlagen, ey. Ja, das müssen wir auch noch üben, dass wir uns da nicht in die Quere kommen, weil das könnte wir. Da ist noch einer. Ich sehe einen Namen. Komm mit. Ja, ich komme. Bam, bam, bam. Komm, Simon. Im Haus? Ah, nein, der ist nicht drin. Der ist draußen. Gerade schon sagen. Oh, er hat mich nicht getroffen. Ich drehe außen rum. Ja. Okay, gut. Ich dachte, das war knapp. Ja, echt? Ja. Ja, was heißt knapp? Ich habe Hälfte Leben. Okay. Ein Steinschwert. Oh, vielen Dank. Für die Blumen. Dann lass uns mal zum Strand gehen. Ah. Brauchst du Essen? Ich habe 13 Millionen. Ich hab 22 Millionen. Ich habe auch Melonen abgebaut. Oh. Ja. Okay. Gehst an der Kiste vorbei? Okay. Ja, die sind wahrscheinlich alle schon leer, oder? Nee. Echt nicht? Da war eine Brust drin. Krass. Brauchst du eine? Nee, brauch ich nicht. Hab eine Eisenbrust. Ah, ja, ich sehe schon. Ach, Mann. Bam, 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 bam. Okay. Ja, wir können auch in dieser Serie auch immer so ein bisschen über Varo. Hä? Okay, da ist jemand. Da. Genau. Gibt's hier irgendwo eine Leiter, wo man hochgehen kann? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wir kommen nicht so schnell zu denen hin. Ist auch ein Team. Perfekt, dann wird's ein Teamkampf. Komm einfach mit, wir rennen vorne aus der Mauer raus. Wir können in diesem in dieser Serie können wir auch können wir auch immer über, Varo, Ängste, Sorgen und was auch immer reden. Also, was wir halt so vorstellen, Vorstellungen, einfach so ein bisschen über Varo plaudern. Weil es heißt ja einfach, der Weg, oder wir können es einfach Weg zu Varo nennen, oder Way of, was auch immer, Road to Varo, was auch, wie auch immer es genannt wird. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Heißt ja nicht nur, dass wir uns quasi spielerisch noch vorbereiten, sondern auch mental. Und dass wir vielleicht darüber, rüber reden, hier lang. Okay, da vorne sind die. Da vorne sind sie. Ich habe eine Angel. Na, aber ich denke, die ganzen Taktiken, die werden sich überlappen. Also viele werden das gleiche machen, wenn nicht sogar alle. Der hat mich nicht gesehen. Okay, einer ist tot. Ja. Und der andere auch. Hä, one hit? Okay. Ja, ich habe den einen schon auch gut getroffen. Ach so. Oh Mann, was sind das denn für Gegner, Alter? Ich habe auch echt gedacht, so Hive, Distant, aber es ist halt mitten in der Nacht, weil wir haben die ganze Nacht wieder gezockt. Es sind 6.14 Uhr.
wie ich es gerade hier sehe. Oh, da ist noch einer, ja. Ja, okay. Vorsicht, der hat gute Ausrüstung. Haben schon zweimal getroffen. Vorsicht! Oh, der hat echt gute Ausrüstung. Alles geklaut, tschüss. Tschüss. So, oh, ich hatte ja gar nichts an Ausrüstung. Kein Wunder, dass ich so viel Schläge, so Schaden gekriegt habe. Alter, guck meine Ausrüstung jetzt an. Oh. Und du hast nix. Hast du verdient. So wird dann auch bei Varo laufen, Leute. Nein, hast du einen Helm für mich vielleicht? Nee, das hat echt einen gegeben. Komm, hat es mir einen gegeben, was? Hätte er richtig eine gegeben. Oh ja. Nee, bei Varo wird es natürlich so sein, dass wir uns alles dafür aufteilen, weil es geht ja um Leben und Tod. Und wenn unser Team platt und tot ist, ist er wirklich tot. Ja. Das ist nicht ja, so gut. Ja, schon. Stimmt. Was denn? Ja, ich habe gerade überlegt, es kommt drauf an, ne, dann kann man auch noch gewinnen, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Nee, das meine ich nicht, aber wenn der Teampartner tot ist, ist der, ich meine, der Teampartner ist dann auch wirklich tot. Ach wenn so, meinst du? Wenn einmal tot ist, ist er weg. Ist, ja, und, beide die, und die Siegchancen sind auch gering. Ja. Also, wenn du am Ende gegen ein Team spielst, das die komplett mit dir ausgerüstet ist und du bist komplett mit dir ausgerüstet, aber alleine, ja, die Chancen sind Spaß. Ja. Gering. Also, man kann es natürlich schaffen, wenn man ein Team hat, was sich dumm anstellt, aber wenn die genauso gut spielen wie du selbst und die sind zu zweit, dann ist ja, kann man sich mathematisch ausrechnen, 50% kleinere Chance. Also, ist halt Lava drüber kippen und gewinnen. Beide instant tot. Ist das Stärkste. Ja. Okay, hier sind alle Kisten schon gelootet. Sicher? Ja. Hier war was drin, aber nur eine Steinaxt. Ihr könnt auch einfach gerne in die Kommentare Themen oder Sachen, die ihr euch noch über Varo fragt, also vielleicht auch noch offene Fragen, was auch immer, alles, was ihr so über Varo vielleicht wissen möchtet oder auch Sachen, die ihr vorschlagt, wo wir mal drüber reden können oder auch Spielmodi, wie gesagt, die wir spielen können, einfach in die Kommentare damit und wir nehmen es in den nächsten Folgen quasi mit rein. Es gibt, wie gesagt, jeden Tag auch auf Manus Kanal eine Folge, also schaut auch bei ihm vorbei, wenn ihr jeden Tag zwei schöne Folgen haben wollt. Ja, wo wir PvP machen. Okay, da ist da unten ist einer, aber der ist auch schlecht equipped. Alter, das ist ja eine richtige... Also, ja, richtig komisch, die Runde. Ja, wir haben einfach... Einfach keiner, der... Nee. Der krass ist. Hä? Keiner, der sich irgendwie wehrt. So ja. Richtig. Die wollen nur spielen. Wollen rumlaufen, die Map erkunden. Denken sich, ah, schön. Bam, 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 bam. Pilze. Ach man, hier ist auch gar nichts mehr drin. Lass sie hoch, lass sie hoch. Lass sie hoch zur Mitte. Ist gleich Damage. Ja. Was war es für eine Runde? Oh, ein Team. Cool, da können wir üben. Tot. Ja, das Team hat einfach nichts gecheckt. Mhm. Wenn es in Varo auch so ist, dass die ganzen Gegner so sind, das wäre natürlich gut. Ja. Sind die Gegner alle auf einmal, haben die alle so eine Störung und können nicht mehr sich bewegen. So. Sieben, wo bist du? Hier hochgegangen, genau da. Treppe hoch. Ich gehe mal in die Mitte gucken, ob da jemand ist. Boah, hoffentlich. Hoffentlich alle. The Frodo MC. The Newton MC. Okay. The Newton MC und The Frodo MC. Dann gibt's noch Red Bull W. Okay. Red Bull weiblich. In der Mitte ist niemand. Hinter uns auch nicht. Ach, schade. Alter. Komm, wir machen die Melonen kaputt. Ja, ist ne. Nee, war da einer? Nee. War los. Eine Kuh. Guck mal, wie viele Melonen. Oh ja, leckere Melonen. Ach, das kann man abbauen. Ja, deswegen. Ah. Ich hatte die vom Gegner. Ich habe überhaupt keine eingesammelt gerade. Du hast alle bekommen. Ich habe jetzt alle? Ja. Ja. Wie in Varo. Alles nimmt der Mann. Wie in Varo, genau. Hä? Die Lava ist zu. Ich sag dann auch so ganz kurz, Simon, gib mir mal bitte ganz kurz dein Dia-Schwert und deine Rüstung und dann packe ich die zusammen. Warum haben die das Loch zugemacht am Anfang? Hä? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Können wir das abbauen? Nein. Bestimmt. Nein, das ist ein Crafting Table. Das ist die Falle, das ist bestimmt die Falle. Ah, doch nicht. Stell dich drauf und baust ab. Das wäre mutig gewesen. Und dumm. Warum denn dumm? Was passiert denn dann? Sterbe ich jetzt? Ja, passiert nichts. Kurz gefallen, aber. Alter, wo sind die Leute? Ja. Okay, pass auf. Renn du da hinten lang? Renn du da hinten lang, ich renn hier lang. Und wenn wir Leute treffen, treffen wir uns wieder, okay? Okay. Gut. Und du erwähnst es einfach gar nicht dann. Oh, ich habe gerade zwei Leute getötet. Oh Mann. Bin mal gespannt. Das gefällt mir gar nicht an dem Modus. Nee, dass man sie einfach ewig warten. Nicht findet, ne? Ja. Lass mal 64er Survival-Games spielen. Das Problem ist, um die Uhrzeit können wir halt keine deutschen Server besuchen. Ja. Champions, oder Champions, ja. Alter, es ist...
Ist das eine. Das kommt mir so vor, als wären wir die Letzten hier auf der Map. Wo können die denn sein? Auf dem Schiff vielleicht? Da waren wir eben und da war keiner. Ja, ist immer noch keiner. Ich bin an den Feldern und da ist auch keiner. Warte mal, slash time left. 20 Minuten, noch 3 Minuten, bis die Kisten refilled werden. Also ich sehe hier nur. Steht 10 Minuten. Was? 10 Minuten steht rechts. Ja, 10 Minuten bis. 10 Minuten bis Dings ist. Deathmatch. Bis Ende ist, ja. Aber 3 Minuten noch, bis Kisten refilled werden. Oder 2. Bei 18 Minuten werden refilled. Ich habe gerade versucht, mit R nachzuladen. Okay, Manuel, okay. Bist du noch im Ego-Shooter-Modus oder was? Irgendwie schon, ja. Ich weiß gar nicht warum, weil in den letzten Tagen habe ich nicht wirklich Shooter gespielt. Destiny? Ja, ist ja Konsole. Oh, ich habe jemanden gefunden. Nee, das bist du. Ah ja, lol. Alter, was ist das für eine Geister-Map? Voll das Phänomen. Alter. Hier ist einfach gar keiner. Hä? Ist einfach komplett verlassen alles. Ich treffe Manu, obwohl wir in komplett andere Richtung gelaufen sind, aber keinen anderen aus diesem Spiel. Das müsst ihr schon mal überlegen. Ich sag zu Manu, komm, du renn in die andere Richtung, ich renn in die andere Richtung. Und den ersten Spieler, den ich treffe, nachdem wir die ganze Map erkundet haben, ist Manu. Hä, wo sind die Leute? Die schreiben auch gar nichts. Ja, dann lass ihn bitte einfach warten. Alter. Auf jeden Fall geil. Slash time left. Okay, die Kisten werden jetzt aufgefüllt. In wenigen Sekunden. Dann werfe ich hier mal mein altes Zeug rein. Vielleicht wird ja, das dann gelöscht. Das verschwindet dann, genau. Ja. Wenigstens haben wir eine richtig spannende Runde. Das ist die Hauptsache. Ja, das ist echt cool. Ist bis jetzt meine Lieblingsrunde und meine Lieblingsmap. Fängt ja gut an, die Serie. Die erste Folge mit so einer Geisterstadtrunde. Okay, Kisten werden refilled. Ja. Oh, ein Diamant. Oh, bitte noch ein Diamant. Ah. Aber eine Angel. Immerhin, eine Angel. Noch ein Diamant. Jawohl, Diamantschwert und Eisenschwert muss ich machen. Brauchst du ein Eisenschwert? Ja. Dann, bitteschön. Das bräuchte ich. Liegt der Mitte. Werf runter. Hast du eine Eisenhose? Ja. Ja gut, ich habe ein Dierschwert. Wenn wir jetzt keine Leute finden. Gibt es hier in Hive keinen Kompass? Nee, ne? Nee. Gar nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen schade. Irgendwie, man sucht danach voll lange. Was ist, wenn die jetzt einfach sich komplett verkämpfen? Dann musst du warten. Ich will mal ein paar Tiere töten, weil ich habe gleich ein Level. Dann habe ich verzaubertes Dierschwert. Das wäre schön. Ne, doch, hat reicht aber nicht. Stimmt, gute Idee. Vielleicht finden wir ja so viele. Ja, lass mal Tiere suchen. Wenn wir schon keine Spieler finden, dann suchen wir Tiere. Ich habe eben noch eine Kuh gefunden. Ich weiß nicht, wo die ist. Hier ist ein Schaf. Eine Kuh ist im Haus drin. Ah. Ja, Leute, wie ihr merkt. Lass uns ein Thema ansprechen, Manu. Ich glaube, wir haben jetzt noch lange Zeit mit uns. Ich glaube, das ist die. Ist einfach die? Richtig schön der Modus. Richtig gut umgesetzt. Ich bin Fan. Würde ich nur mal gesagt haben. Du bist ein echter Fan. Das regt mich ja schon bei Aura PvP so auf, dass man da einfach ewig warten muss. Und manchmal campt dann da einer die ganze Runde, hat nicht einmal gekämpft, hat dann natürlich noch alles. Ich glaube, ich habe gerade einen Namen gesehen. Oh, vielleicht mein? Bin richtig dumm runtergefallen. Nee, am Strand, glaube ich, habe ich einen Namen gesehen. Ja, ich bin am Strand. Nee, ernsthaft? Ja. Ich habe gerade mein ganzes. Okay, ich habe noch 2,5 Herzen. Ich bin einfach. Weil du dir dachtest, komm, ich gehe da hin. Ich bin überall runtergesprungen, wo man runterspringen kann. Also, ich habe mir wirklich den ganzen Schaden, den man sich überhaupt nur holen kann. Gut, da ist jemand. German ist mir. Ja, du bist es. Geh mal ist mir. Ey, das kann nicht sein. Jetzt habe ich schon wieder jemanden gesucht und wieder Manu gefunden. Ja, aber das verstehe ich gar nicht. Wo können die sich denn. Ich wette, die kriechen irgendwo rum. Mit Shift. Ja, es kann nur sein, ne? Ich gehe mal auf ein Schiff. Okay. Shift, da passt. Ich glaube, die sind da. Eine Verschwörungstheorie? Oder vielleicht doch die Wahrheit? Das und vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Rode Tour. Varro 2. Es heißt nicht mehr Road to Varro, es heißt jetzt Road to Geisterstadt. Gut. Road to GL Punge hätte man es nennen können. Ja, aber wir wollen ja nicht zu GL Punge hin. Ja doch, ich will da hin.
Ach, du willst da hin? Ja, ja, ja. Ihr habt gehört, Julia Punga hat eine lange Zunge. Aber ist so lustig. Julia Punga hat eine große Lunge. Hier ist einer. Ja, wo? Am Schiff? Auf dem Schiff. Alter, was? Ja, der hat Bullmensch. Und der hat wirklich gestaved da? Oh nein. Was denn? Er hat mich zurückgeboostet, der Penner. Ich komme. Ich habe ihn getötet, aber der hat mich zurückgeboostet mit der, mit TNT. Obwohl er mich eigentlich vorgeboostet hat. Sehr gut, jetzt haben wir Deathmatch. Alter, das war echt, also muss man ganz ehrlich sagen. Der war einfach nur auf dem Schiff. Warum ist er denn da drin? Das ist eine Missgeburt, ja, keine Ahnung, ist ein Spasti, ey. Aber jetzt haben wir noch The Frodo MC und The Nion MC. Das hört sich an, als wären es ein Team. Also es hört sich an, als wären es Freunde. The Frodo MC, The Nathan MC. Also ja. Sind beides vom Aufbau her der Namen. Kann ich mir gut vorstellen, dass die zusammen da reingegangen sind. Und weil die auch beide noch nicht zu finden sind, kann ich mir gut vorstellen, dass die irgendwo zusammen campen. Und weißt du, was ich jetzt glaube? Mann. Ich glaube, die sind beide komplett nackt und haben nichts. Glaubst du? Ja, glaube ich. Ich glaube, die haben nichts. Haben keine Ausrüstung und wir klatschen jetzt mit 3 Schlägen um. Warum sollten die was haben? Ever. Die haben doch nichts. Die haben doch nichts gemacht. Die sind doch die ganze Runde irgendwo nur gestellt. Ja, aber vielleicht haben die was ganz Schätzmäßiges gefunden. Ich glaube nicht. Gucken wir mal. Genau, am Anfang der Runde. Ach cool, ein Diamantschwert. Jetzt vercamp ich mich. Okay. Kann sein. Okay, gucken wir mal. Der hat wirklich ein Diamantschwert. Okay. Was? Genau so war's. So war's, genau so war's. Okay, sind zu zweit, das ist auch ein Team. Ja, perfekt. Okay, wir haben ein hartes Team. Komm rauf. Okay, wir haben ein hartes Team. Sehr naja, gut, du davon merke ich gerade gar nichts. Du hast gut getroffen. Ja. Ah, schade. Okay, der eine, den holen wir uns, ist fast tot. Hol du dir den, ich hol mir den mit dir Schwert. Doll, Ich hab mich nicht einmal getroffen. Der andere, den du hast, ist der mit dem Dia-Schwert. Okay, ich hol mir den hier, okay? Ich nehme auch ein Steinschwert. Das ist dann. Sonst ist Dia-Schwert ein bisschen langweilig. So. Okay, der hat auch nur ein Steinschwert. Hä? Der hatte kein Dia-Schwert. Doch! Einer von denen hat auf jeden Fall ein Dia-Schwert gehabt. Ja, dann war es der andere, weil der hatte keins. Der hat nur, der benutzt gerade nur sein Steinschwert. Oder habe ich mich verguckt? Du hast dich anscheinend verguckt, weil der hatte echt keins. Nee, der auch nicht. Dann lass uns nochmal ein Match machen. Mit Steinschwert oder mit Dierschwert oder mit was? Lass uns wirklich mal ein Holzschwert oder so nehmen, damit wir mal ein bisschen länger überleben. Okay. Ah doch, der hat ein Dierschwert, da ist es. Ah ja. Ich sehe es nicht. Nee, ich hab's auch gerade nicht in der Hand hier. Du hattest wohl ein Dierschwert, der hatte wohl ein Dierschwert, ne? Hab ich doch recht gehabt. Ach doch, ja, dann. Nee, es war ein. Ja, ja, deiner. Der Typ. Meiner. Ja. Ja, und der hat mich nicht einmal damit getroffen. Ich hab den dann mit der Angel gekommen. Ja, ja, der wurde mit dem Bogen richtig weggerotzt. Ja. Sehr gut. Hast du vielleicht nochmal so richtig lasches Schwert? Ja, ich hab nur ein Steinschwert, das ist das schwächste Schwert, was ich hab. Ich guck gerade mal. Wir können auch mit dem Dia-Schwert kämpfen. Ja, ich hab ein. Hast du 2 Holzschwerter? Ja, so. Okay, nee. 2. Gut, also Steinschwert? Ja, okay. Wie viel Pfeil hast du? 0. Dann kriegst du von mir 11. Oh, ja. Die liegen hier. Du musst schon zu mir kommen, du faules Schwein. Wie viel Rüstung? Mir fehlen 3 Rüstungspunkte. Mir fehlen auch 3 Rüstungspunkte, perfekt. Wir sind genau gleich ausgerüstet. Okay, Manu. Gut, die erste Folge von Road to Varro oder wie auch immer wir es jetzt hier nennen, war eine sehr, sehr geistreiche Folge. Ey, wir hatten einfach Gegner im Finale, die Dierschwert haben und wir haben nichts davon gemerkt. Wir hatten einfach, keine Ahnung, wir hatten einfach diese Runde viel Glück oder wir hatten einfach, echt, die Gegner waren alle Brain. Oder wir sind einfach nur richtig gut. Nein, das würde ich jetzt auch nicht so mal sagen, aber mal gucken, vielleicht gewinnen wir. Also, bin ich einmal getroffen? Ich hab den weggehört. Du bist zu krass. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und go! Nein, 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Warum läufst du? Oh. Der Manu, der Schlawinski. Ist jetzt jeden Fall daneben gesetzt. Hab keine mehr. Ja, ich hab noch. Ey, genug, jetzt trifft er mich. Willst du mich verarschen? Noch genug, um dich noch so oft zu treffen, wie du mich getroffen hast. Ich glaube, jetzt sind wir ungefähr gleich oft getroffen worden. Bim 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 bim. Oh nein, GG. Nein. Okay. Wie viel Leben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 5, oder 5, 5,5 waren es. 1 hat sich gerecht. Aber du hast mit Bogen sehr gut getroffen am Anfang, da habe ich überhaupt nicht getroffen. Deswegen üben wir noch. Deswegen machen wir noch Oshuvaro. Es wird auch eine Folge heute auf dem Kanal von Manu geben. Die kam auch schon raus, genau zur gleichen Zeit wie hier diese Folge. Das heißt, ich denke mal nicht, dass wir da auch eine Geisterstadt vorfinden werden. Aber
Das war die erste Folge, direkt mal so eine leere, eine leere Map gefunden. War auch mal was Interessantes. Ich hoffe, euch gefällt die Serie und die Idee davon. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was möchtet ihr für Spielmodi sehen? Was sollen wir machen? Gegeneinander, miteinander? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns später. Haut rein und ciao. Yes.